Hi! Dieses Video ist erst ab 18 freigestellt, da es Menschen während und vor allen Dingen nach ziemlich starkem Alkoholkonsum zeigt. Da ihr ganz minderjährigen Schlawiner aber Fake-Accounts habt und ich weiß, dass ihr es euch sowieso angucken werdet, sei euch eins gesagt. Wir hatten einen unglaublichen Spaß auf diesem Festival, aber nur, weil wir mit Konsum dieser Art umgehen können. Für uns dient dieses Video als Erinnerung und für euch ist es zur Unterhaltung gedacht. Kennt dein Limit und macht das auf diese Weise besser nicht nach. Ich wünsche dir gute Unterhaltung. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 13. Juli 2016 um 3.55 Uhr morgens. Und nein, es ist der 14. Juli. Aber die Kamera zeigt mir der 13. Juli an. Dann ist deine Kamera falsch eigentlich. Guten Morgen, es ist Donnerstag, der 14. Juli 2016 um 3.55 Uhr früh. Und wir beide, wir fahren jetzt zur Gond. Das ist ein Festival in? Riedenkreuth. In Riedenkreuth. Das Problem ist, der Beifahrersitz ist voll. Da sitzt ja schon einer. So, also neben uns beiden und Dodo müssen wir noch eine vierte Person abholen. Und wer das ist, das zeigen wir euch gleich. Es handelt sich hierbei um einen ganz besonderen Jungen. So, Ronny, was hast du denn jetzt vor? Ich fühle mich Disco. Ich bin so heiß. Disco, Disco. Sexy in the night. Ja, es ist jetzt 4.15 Uhr am Donnerstagmorgen. Und unser Kumpel Robert, der ist noch nicht so ganz sicher, ob er mit zur Gond kommt. Aber wir gehen auf Nummer sicher und werden ihm alle Festivalinformationen, die er braucht, jetzt in den Briefkasten legen. Hoffen wir, dass er heute Morgen reinguckt und sich kaputt lacht. Bis später, Robert. Bis später. Gib. Nächste Frage. Jetzt sagen wir es, ich bin ja tot. Ja, ich hab den Plastikrührer vergessen. Gond ist schon 2 Stunden überfällig. Gond, willkommen! Das liegt nur daran, was da vor uns passiert. Das Überholen manöver dauert schon 40 Minuten. Ich schwöre, es ist doch um noch einen LKW, der holen muss. Wie behindert bist du eigentlich? Ehrlich! So, wir sind jetzt wieder 800 Kilometer vom Auto zum Zeltplatz gelaufen. Und ganz nach Tradition bauen jetzt die anderen die Zelte und die Pavillons auf. Naja, was heißt ganz nach Tradition? Normalerweise ist das der Moment, wo ich Bier trinke, aber wir haben noch kein Bier hier, deswegen muss ich jetzt mitmachen. Wir sind Sparkus Forever, yeah! Und sind wir die Größten, wenn auch nicht die Schönsten, und dafür sind wir! So, die Stunde ist gekommen. Niki, es sind Schrauben, Kurzschrauben, keine Flügelschrauben. Scheiße, ey. Die Bierstunde, in der ich endlich genießen kann. Was trinkst du da? Ich habe die Klinikpackung Bacardi gekauft. Oh, aber das war nur Cola. Nein, nein. Aber auch American. Andi, ja? Du hast gerade 2 Runden Flunkyball gewonnen. Ja. Wie fühlst du dich? Betrunken. Erstmal rauchen und grillen. Eine andere Welt! Leo, ich bin deine Hand! Marvin! Wo sind wir hier? Gond! Du bist mein Leben! Ich liebe Gond! Wisst ihr, was das Geilste an Gond ist? Hier ist niemand, der hier nicht hingehört. Und wir drei, wir wissen, wo wir hingehören. Wir sind Kapitalisten, Schlechtes ist der Sowjet. Wir haben immer einen Sitz, ganz egal, was auch passiert. Unser Motto. Schneid ist unser Ziel. Jeden Tag der schlechteste Tag. Oh, ja, so ein bisschen, ne? Toll, der wird genauso lecker wie unser Bus gerade. Schwarz, oder?
Marvin, was macht denn der Toast? Ich drehe den nochmal, das war gut. Ah, wunderbar. So 10 Minuten noch, ne? Ja, also mal, dann mal 8. Dann was sagen. Ja. Müssen wir doch ein bisschen würzen, oder? Ja. Mein Export ist so verrückt! Lass mein Export in deine Uhr! Gekämpft, bin mit Heilen geschwommen, ich hab zu lieben gelernt. Felix und Nico, was wäre euer Intro-Lied, wenn ihr Wrestler wärt? Ich komm nach Hause, denn du fehlst mir. Adolf Hitler. Ich komm umsonst in den Club, denn ich bin Adolf Hitler. Also nicht Adolf Hitler, sondern Eye of the Tiger. Adolf Hitler, alles klar. Okay, Andi, dann gehen wir mal. Flunkyball! 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 Was ist mein Gott raus? Man geht schon! Man geht schon! Mein Gott, meine Fresse! It's the final round. Musst du kotzen? Nein. Ich auch nicht. Ich habe noch einen Schluck. Meine darf jetzt nicht umfallen, sonst falle ich um. Andi, zieh, Andi! Komm! Kein Tropfen mehr. Kein Tropfen mehr. Was ist deine Entschuldigung? Ich bin betrunken. Du kennst doch noch die Verliererklausel, oder? Und meines Wissens nach gibt es auf diesem Feld von 6 Leuten 5 nur einen Verlierer. Also, ich habe auch schlecht getroffen, das gebe ich zu. Andi? Aber ich habe gut getrunken. Andi! Vicky, denkst du, das wird Feuer Moskau! Herr Schiri! Der Unparteiische sagt, das ist ein Strafbier. Der Unparteiische hat keine Ahnung! Ich kenne das nicht, dass ein neues Bier kommt. Hey, wo kommst denn du her? Dein Mama! Du her! Unser Haus! Jawohl! Russland ist ein schönes Land. Oh, 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 oh. Hey, Moskau, Moskau! Lauf, Spurbahn, lauf! Das ist so groß, da ist der Teufel los. Die Anspannung ist groß! Wow. Marvinio, wie viele Liter Flunkyball waren das jetzt? 6 oder 7! Haben wir es gemacht? Yeah! Wie viel Prozent Quetttrefferquote hab ich? Über 60! Das schreibe ich so in Lebenslauf. Ich bin die Klinik! Und da kommt so weh und nach! Andi wird schuldig, Andi wird schuldig. Wo sind wir hier? Gott! Oh, wir haben Termine hier. Marvin, wie spät haben wir's? Wir haben 4 Uhr, das ist so wichtig! 1, 2, 3! Hörst du auf, gute Freunde? Ja! Yeah. Trink das! Tweet der! Wir trinken auf! Auf gute Freunde! Verlorene Liebe! Alte Götter! Unverlorene Götter! Vertrautes Gefühl! Ich trinke auf! Auf gute Freunde! Verlorene Liebe! Auf alte Götter! Und immer 3 Promille. Ich war Teil der Lösung. Und mein größtes Problem. Ich stand vor mir und konnte mich nicht sehen. Ich trinke auf gute Freunde. Oh.
Männer Ausschrei, nur frei und Mord und Mann. Nur Männer Ausschrei, schrei, nur Männer Ausschrei, fallen aus uns aus Brandenburg. Und wir halten euch ein. Es geht auf zur nächsten Runde. Und wir sind mit dabei. Gott sei Dank. Und wir sind wieder frei. Der aus dem Blut und Freiheit. Ja, hier sind wir geboren. Der aus dem Blut. Unser Herzblut. Auch wir haben hier verloren. Wir wollen feiern. Gott schenkt uns doch ein Heim. Das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Das weiß ich nur ganz alleine. Marvin, wie fandst du Deutsche Front? Ja, aber Deutsche Front, der Osten rockt unsere Heimat. Ja, wir haben heute Front, der Osten rockt. Die erste Nacht ist vorbei. Wie geht's dir? Sehr gut. Top! Ist mir besser als erwartet, ne? Was ist mit dir? Ein bisschen Kopfweh, sonst top. So, ich futter jetzt erstmal hier meinen Dosenfraß. Meine Liebe, auf alte Götter und auf neue Ziele. Packst du Nachschuhe ein? Ja, das ist nur zum Händewaschen, Radler. Nein. Radler trinken! Du hast schon. Und wir müssen wissen, der Dodu, der hat gestern Nacht im Zelt, hoppala, der hat gestern im Zelt alles vollgekotzt. Auf Gott! Es heißt mal wieder Flunkyball auf der Gond. Ein spannendes Match 5 gegen 6. Man achte hier auf Team Michi, der auf einem Deutschrock-Festival ist. Und er in seinen toten Hosen. Tanktop. Auf der Suche nach Schmerz. Das war der Brunftschrei eines Elchs hier auf der Gond. Denn auch der Natur sind wir sehr verbunden. Scheiße, ist das eine Dreppe hier.
Boah, was ein Treffer. Das ist der Endsieg für Team Martens Army. Jawohl! An den Menschen an! Wir sind Gott! Wir sind Gott! Wir entscheiden über Leben und Tod! Wir sind Gott! Wir sind Gott! Das ist schon ganz geil auf Marvin. Und Leben und Tod! So, heute werden wir zu Männern. Männlich. Kamera, oder wie? Hui. Ich danke dir. Gerne. Komm noch mal vorbei. Also, wie findest du die Gott? Was ich eigentlich sagen wollte. Ja, es wäre schön, wenn wir auch mal Live-Musik sehen würden. Aber nein, wir sollen lieber am Zeltplatz bleiben. Marvin, wie findest du die Gott? Ich bin einfach. Ah, sehr gut! Ja! Komm mal, Bruder! Komm mal, Bruder! Nico, wie findest du die Gott? Ja! Felix, wie findest du die Gott? Ja! Du liebst doch die Brüder! Der dritte Morgen des Festivals ist angebrochen und ich war gerade für einen guten Zehner 5 Würstchen kaufen. Ja, aber dann festgestellt, dass wir hier zwar noch ein halbes Paket Grillanzünder hatten, aber nur noch ein ganz kleines bisschen Kohle. Und Marvin, wie sieht denn die Situation aus? Ich habe mir was gefunden. Wir kommen schließlich aus Europa, da müssen wir nochmal eine Mine ausheben. Ey. Marvin, bitte gib dir nicht um. Nee, wieso nicht? Weil das unser letztes Essen ist. Ach so. Weil irgendjemand hat heute Nacht noch eine Suppe gemacht und deswegen habe ich keine Suppen mehr. Wie war das denn? Ich weiß es nicht. Aber am allerschlimmsten, ja, uns geht es hier gerade allen ganz gut. Andi ist gerade im Zelt, der wächst sich ein. Aber einer hat sich gestern total abgeschossen, bis zur Besinnungslosigkeit. Dankeschön. Schaut ihn euch an. Der hat in seinem Leben verschissen. Der hat sich die komplette Niere weggesoffen, der kann es überhaupt nicht mehr abbauen. Könnt ihr den Text dann singen, ruhig bitte? Lasst euch verzaubern von ihrem Geheimnis. Der Saft bringt die Kraft, das Abenteuer lang. Gummibären! Hüpfen hier und dort und überall! Ich könnte was zu essen! Deine Mutter fährt Wasserski mit 2 Flugzeugträgern. Deine Mutter heißt Relaxo und versperrt den Gotthardtunnel. Deine Mutter kackt nachts in dein Bett und schreit, du alles Schwein. Das war's hier.
Jetzt wackelt die Gott ab. Ich meine nicht dein Leben, mach was nicht so zu verlieren. Die erste Firma in der Stadt hat euch jetzt was mitgebracht. Robert, du hättest dich hier nicht amüsiert. Diese Musik, die ist ja überhaupt ach, nicht so. Ach du Scheiße, nur Onkel. Alter, du hättest überhaupt keinen Spaß gehabt. Ja, ganz ehrlich. So. Du hättest hier gestanden und dir jetzt gedacht, ah, Mann, wo ist hier die Bestuhlung? Ja. Und wo ist meine Couch? Genau. Ja. Die Stunde des Siegers! Oh nein! Die Stunde des Siegers, Robert! Komm für jeden, Mann! Robert, ich muss jetzt ausmachen. Das ist eh nichts für dich. Ich muss jetzt ausmachen. Hast du wirklich an geglaubt? Aber jetzt alle mitsingen! Dass die Zeit nicht weitergeht. Ich erinnere mich gern an diese Zeit. Eine Zeit, die man gebracht ist. Doch ich muss mein Leben leben, meinen so, jetzt haben wir Sonntag. Es ist der Morgen der Abreise. Ich glaube um 7:30 oder so haben wir. Und ganz traditionsgemäß verabschieden wir uns jetzt von dem Grill. Genau, das war die GONT 2016. Ja, rundherum, um uns drum könnt ihr euch nochmal die Rock am Ring Videos und den Hurricane Vlog ansehen. Und wir fahren jetzt weiter nach Bochum total, denn wir haben noch lange nicht genug. Und da ist noch eine Band, die wir uns ganz, ganz, ganz besonders angucken wollen. Wir schalten mal direkt dahin.